Ja, und da sind wir auch schon wieder. Moin moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde We Are Football. Also ich versuche das einfach mal hier mit dem Scout-Auftrag Regionalliga Nord in der Stärkegruppe, vielleicht bis Alter 26. Minimale Stufe sollten schon diese 5 Sterne sein, oder na, wo findet er das überhaupt in der Regionalliga Nord? Ich weiß es nicht. Ich klicke das einfach mal an und wir gucken, ob wir da eine Info kriegen. Ja, es muss ja irgendwo bezahlbar sein, aber wir brauchen gerne irgendwie einen Künstler. Ein Künstler im offensiven Mittelfeld, glaube ich, bietet sich an. Ne? Und meine Frage, die ich ja hatte, war nochmal in diesem Taktikbildschirm. Falls jemand, warum haben wir hier Spielfähigkeit passend zur Spielerphilosophie? Wie kriege ich denn die kontrollierte Offensive? Das ist mein Lieblingstitel eigentlich. Wie kriege ich das besser hin? Wir haben auch überall nur einen Stern, ne? Also eigentlich ist es doch schon ganz gut, oder nicht? Kontrollierte Offensive. Passt schon, ne? Moin, 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 moin. Und aber vorsichtig offensiv möchte ich gerne weiterhin spielen. So, Co-Trainer, darf einmal kurz alles machen oder was? Dann haben wir einmal komplett einmal neu sortiert und dann können wir nachher noch wieder schauen, ob uns das passt oder nicht. Nehmen den Künstler noch mal wieder rein für unseren Keeper, weil er ein bisschen jünger ist und ein Künstler ist. Der ist gesperrt, der andere ist kurzzeitig verletzt. Also das Problem, was wir meistens hatten, er hat keinen Innenverteidiger mit auf drin, ne? Okay. Moin, 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 moin. Danke fürs Reinschalten. Ich glaube, das lasse ich mal so. Dann suche ich jetzt noch einmal, ob ich es finde. Sommerfestplan, Jahresbonus ausschütten. Weihnachtsfeierplan, eine Rede halten. Das können wir uns eh alles noch nicht leisten. Ein bisschen was haben wir ja mal gemacht, aber wissen wir selber, das ist mehr so ein Tropfen auf den heißen Stein. Anschlussverträge würde ich jetzt noch nicht verhandeln, falls wir aufsteigen, ist ja irgendwie ein bisschen zu früh. Ja, wir hatten eben gesehen, dass wenn wir jetzt diese Stadionpreise ein bisschen erhöhen, diesen Top-Zuschlag, wir haben überall jetzt hier einen 20-prozentigen Top-Zuschlag drin, bei so 50 ist Maximum. Das ist natürlich auch echt happig, ne? Aber es geht nur halt, ne? Das. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir 50-prozentigen Top-Zuschlag drin haben. Ob das auch noch reicht. Weil wir haben ja nun mal nur 3000 Leute. Moin 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 moin. Danke fürs Reinschalten. Mehr Künstler, dann könnte ein Stern dazukommen. Ich hab, ne? Wie gesagt, nur den Torwart als Künstler am Start. Fernanteilische Vorgeschenk an die Fanclubs zu verschicken. Kriegen wir gerade noch hin. 2.11. Dann will ich nochmal schnell gucken, was hier bei den Fans war, Leute. Weil, genau, Zufriedenheit Fans mit Betreuung. Guck mal, das ist jetzt tatsächlich mal gestiegen. Das erste Mal, dass die organisierten Fans gestiegen sind. Ich schicke jetzt mal wieder Spieler, ne? Vielleicht aber nicht gerade nur die erste Mannschaft, sondern hier der muss einzelne schicken. Ich schicke also gleich die ganze Mannschaft für was. Weil ihr seht, also mit denen sind sie nicht so richtig zufrieden. Ne? Die wollen schon gerne eigentlich mit Herrn Kramer zum Beispiel auch mal sehen. Aber da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig, glaube ich, sein. Wenn ich den immer wegschicke, ist auch blöd. Idlo hat doch Zeit. Und der Meier hat auch Zeit, ne? War doch angeschlagen, oder?
den alten Stürmer. Ah, guck mal. Und schon sind sie fast zufrieden. Nehmen wir hier noch irgendwie einen mit rein. Die mögen die Leute auch einfach nicht. Was ist denn mit unserem... Warte mal. Mit unserem neuen Torwart-Talent. Kein Budget für passende Spieler. Ja, ist echt so, ne? Und auch kein Budget zum Stadion ausbauen. Also generell kann man sagen, kein Budget. Nur noch Wirrmann und dann muss es reichen, oder? Was ist denn das hier? 88 von 200. Was ist das für ein Wert? Achso, das ist, glaube ich, für seinen Trainingswert, ne? So, der ist voll der Balken. Und ich besuche natürlich auch immer einen Fanclub, klar. So, auf geht's. Weiter geht's. Woche ist gut. Samstag Spiel zu Hause. Mal 86, 175 von 100. Wir sind da ja schon ganz gut, ne? Pressingwoche mit Samstagspiel. Samstags Heimspiel. Pressing. Konter und Distanzschüsse fehlt uns halt noch so ein bisschen. Aber Ecken können wir eben auch noch nicht perfekt. Also ich glaube, ich lasse es einfach mal so vom Training. Wir sind ja nicht ganz verkehrt gelaufen, muss man schon sagen. So, Malte Petersen ist leider erkrankt. Frische Brötchen. Spielst du ohne den FM-Zocker-Patch? Ne, ich spiele mit FM-Zocker-Patch. Achso, sprechen. Thema, persönliche Situation, Aussage, gute Besserung. Mein Peter hat sich über den Besuch überrascht und freut sich sehr. Schön. Also, ne, sprechen wir den Spielern, die sich verletzt haben. Vielleicht sollte ich jetzt auch. Zu spät zur Mannschaftsbesprechung. Zentrales Mittelfeld für Distanzschüsse, okay. Moin, 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 moin. Döner, Mahlzeit. Lass es dir schmecken. Ich habe Weintrauben. Ganz schön viel Gelb vorbelastete. Ja, der ist halt immer noch müde. Er ist halt auch noch nicht wieder, ne, nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder richtig fit. Aber Malte Petersen ist eben auch verletzt, also können wir nichts machen. Das ist ein knappes Ding, ne? 43-41. Schwalben müssen wir halt echt aufpassen. Haben wir gemerkt im letzten Spiel. Das schon. Eigene Stärke dafür. Das ist ein bisschen was weniger, ne? Das ist ein wichtiges Spiel. Fokus. Ein bisschen Taktik vielleicht mal ein bisschen pushen. Also Spezialtaktik wird heute alles gut. Wir haben die Dinger, ne? Muss man sie auch mal gerne mal nutzen. Gelbe Karte für die Norderstädter. Ballbesitz ein bisschen zu unseren Gunsten, 53%. Aber relativ ausgeglichen. Keine zwingenden Chancen bis zur 20. Minute, weder noch. Hier ein bisschen offensiver ran. Gelbe Karte Kramer. Komm Kramer, baller sie weg. Oder Empen, mach mal was. Was ist los? Langweilige erste Halbzeit. Gegen den Tabellenachten. Die ein bisschen nach vorne und ein bisschen offensiver rangehen.
Überhauptung über 60. Ich weiß gar nicht, ob man das alles wegtrainieren kann oder wie das genau funktioniert. Keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden, denke ich. Mit der Zeit in den nächsten Wochen, Monaten. Je nachdem, wie lange das hier geht. Aber ich denke schon, es wird ein bisschen gehen. Wir schaffen ja auch immer nicht ganz so viel, muss man sagen. Ja, die fangen schon an auszuwechseln. Das ist gelbe Karte, Wolf. Was ist denn hier passiert eigentlich? Was macht denn... Hä? Habe ich den da hingezogen oder macht der Co-Trainer komische Geschichten? Drei Stürmer. Das ist ja irgendwie... Schon was durcheinander geraten, oder? Okay, Kramer, Leute, eine Chance mal für uns. 3000 ausverkauft nochmal als Info zwischendurch. Wolf, komm. 1:0 in der, ja, fast in der 80. Minute sind wir. Angriff Weiche nochmal. Wehmann rüber zu Schulz. Der spielt ab, auf, war abseits leider kann. Jetzt gehen wir mal in die Wechsel. Jetzt gucken wir mal kurz, wo können wir denn noch ein bisschen was rausholen? Was macht denn unser Co-Trainer? Warum darf er das auf einmal? Wo steht das, dass er das darf? Äußerst defensiv, immer gefährlich. Aber es reicht. Wir gewinnen schon wieder 1 oder ne, schon wieder nur 1:0. Aber immerhin. Aber Phoenix Lübeck bleibt uns voll an den Fersen. Werder Bremen 2, Oldenburg, alles immer noch ziemlich, ziemlich nah beieinander. Auch nee, wie schätzen die Leistung ihres Spielers heute ein? Leistung Mannschaft. Was? Wie ist einem nach einem solchen Spiel? Wollte ich schwer zu beschreiben. Tiefe innere Zufriedenheit. Was? Was werden sie von anderem Spiel gegen ihrer Sieg? Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Spieler heute ein? Keine Ahnung. Das finde ich auch komisch. Weiß nicht, was das soll. Überall minus, minus, minus. Schön einmal unzufrieden gemacht, die Leute. Naja, egal. Er hatte heute ein goldenes Händchen und konnte sich über einen Joker freuen. Joker-Tor. Ja, weiter, ne? Brauchen wir nicht lange warten. Aufstellung ist schon wieder. Form und damit auch. Ja, guck mal, das nämlich, ne? Netzwerk erweitert. Kenntnisse über das Spiel in Frankreich haben sich durch neue Kontakte verbessert. Sehr nice. Also, das sollten wir tatsächlich generell in die Woche mit einplanen. Der hat sich verbessert und wir haben Manager-Punkte dadurch gekriegt oder so. Weiß ich nicht. Also hier, ne? Also wir gehen immer erstmal in die Weiterbildung, Mittwoch. Dann in die Spielersuche, ne? Also den Spielermarkt sondieren. Wir sondieren weiter, obwohl nicht weiter, wir sondieren auch in Spanien weiter. Doch, da waren wir schon, ne? Da habe ich nur 2 Stunden. Ja, genau, kann ich länger machen. Dann... Sollen wir noch Spielermarkt weiter sondieren? Portugal. Portugal ist auch ein gutes Land bestimmt. Ist auch nicht so ein großer Spielermarkt. Obwohl, das ist natürlich blöd. Ist nicht so ein großer Spielermarkt, wie ich gerade schon sage. Aber egal, ich lasse es mal.
Ja, viel mehr, glaube ich, brauche ich die Woche über nicht machen. Also wo macht mein Co-Trainer jetzt das, dass er meint, er darf auf einmal selber auswechseln? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das beim Spielmenü irgendwo. Ach, hier gibt es den Assistenten, ne? Co-Trainer stellt Team ein, Co-Trainer wechselt aus. Trainer, zweite Mannschaft setzt Ziele. Das will ich nicht machen. Co-Trainer bestimmt die Taktik, soll er nicht. Trainingslager, Kurztrainingslager, Unterkunft, Auswärtsspiele. Das will ich nicht machen. Nee. Saisoneröffnung organisieren, brauche ich nicht. Nee. Nö, machen wir selber. Gebäudemanager, Platzpflege. Wie Platzpflege? Ach so, falls der Stadionrasen kaputt ist, ne? Nö, das kriegen wir selber hin. Dieser Button ist, glaube ich, auch neu gewesen, ne? Ja, hier ist schon was gefunden eigentlich beim Scouten. Läuft am 16.11. aus, dauert ja noch ein paar Tage. Komm, Charity-Aktion würden Sie sich wünschen. Gehen wir hin, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Und zwar wollte ich noch einmal wieder kurz zu den Fans gucken. Die sind jetzt immer noch zufrieden und wir besuchen selber auch noch einen Fanclub. So, aber 30 von 35 Stunden wieder verplant. Ahus, könnte ich noch eine Werbeaktion starten. 10.000 effektiv, weiß ich nicht. Und Lübeck. Ja, immer so ein ganz bisschen hier, ne? Also wir steigern uns in dem Balken, aber so richtig Effekt hat das noch nicht, außer gefühlt Kosten. Naja. Wir haben auch nur noch 49.500 auf dem Konto. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Wir haben natürlich beim letzten Mal ein bisschen Geld angelegt. Was für unseren Verein eigentlich ziemlich viel war. Egal. Wir haben wieder ein Samstagsspiel. Pressing, Pressing. Viel zu viel Pressing in der Woche drin. Das geht nicht. Wir brauchen... Ich muss aber nochmal ein bisschen feintunen. Also Pressing gegen Pressing. Da sind wir ja relativ gut. Konter, Distanzschüsse zumindest soll... Also ich finde, es soll alles mal langsam im grünen Bereich sein. Ich habe auch hier überhaupt keine individuellen Fähigkeiten drin, ne? Oder? Pressing ist ein bisschen besser als Gegenpressing. Also da kommen jetzt individuelle Fähigkeiten. Das heißt ja, alle verbessern sich in der Regel, ne? Aber auch mit voller Intensität. Abseitsfalle, das können wir ein bisschen weniger. Und die hier sind wir bei den Dribblings am besten. Da würde ich die Dribblings hier mal rausnehmen und dafür mal Distanzschüsse nochmal einrichten. Schau mal unter Persönliches, da ist deine Arbeitszeit plus Training. Wo steht das? Ah, das eine ist sowieso immer... Achso. Training haut ja immer, kommt immer noch zusätzlich rein. Aktionspunkte. Stunden. Man sollte knapp im grünen Bereich bleiben oder was? Also 42 Stunden ist in Ordnung. Also das ist rot ist schlecht, das geht gerade so. Grün wäre natürlich Optimum. Vereinsbeteiligung können wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Ach so. Also hier, so 24, 22 Stunden so um und bei. Kommen dann on top. Und er ist zufrieden, sofern wir bei knapp irgendwie 48 Stunden sind. 45, ich glaube 45 Stunden Woche ist hier die Marke, ne? Ja, war schon. So, auf geht's, Leute. Ich merke schon YouTube-mäßig.
kommen wir zum Ende der Folge, ne? Aber demnächst geht's weiter. Bis dann, vielen Dank und tschüss.